GameBusters.de, deine Gaming-Community. Howdy-doody. Willkommen zurück zu der Evil Within. Und, achso, na passt. Ja, nur kurz gesagt, das ist dann wieder so, bumm. Was ist los mit dir? Da ist er wieder. Ist er Frau oder Mann? Ich bin mir nicht mal sicher. Ich kann's. Dies ist etwas, wird auf jeden Fall nochmal kommen. Aber ziemlich sicher. Ich hoffe's. Ich hab schon Bock auf es. Entweder wir haben eine Verfolgungsjagd oder... Oh! Hey! Oh, ist sie weg? Ja. Schade. Du bist im Prinzip immer noch hier im Haus. Oh shit, oder ist das jetzt die Ding? Oh, du kannst mich verbrennen. Dann ich würde. Das ist nicht gut, du bist noch nicht in sicheren Pussy Schatz hier drin. Cool, Antigravitationsschrei. Das sind die einzigen sicheren Räume in diesem Röwin, du Arsch. Hallo, was sagst du? Alles, was ich habe, alles, was ich bin, wurde mir genommen seit diesem Unfall. Durch jene verursacht, die mich vernichten wollen. Ist das Röwin? Keine Ahnung. Das sind die Doktor. Meines Geistes mir Trost schenkten, mich verspotteten. Dort habe ich mich fast selbst vollständig verloren. Doch dann sah ich sie. Tief in mir wusste ich, dass sie nur eine Erscheinung war. Okay. Doch ich sollte mein Gesicht und was ich verloren hatte, wiederbekommen. Gut. Ich wollte sie, meine geliebte Schwester Laura. Ja. Okay, es ist Ruben. Es ist Laura. Meine geliebte Schwester Laura. Oh, jetzt ist's gut. Ich habe schon Freunde und Kollegen sterben sehen. Das gehört zu dem Beruf, den ich gewählt habe. Und es war nie leicht. Aber das war nichts verglichen mit dem Verlust des eigenen Kindes. Ich würde eine Million... Ich weiß es nicht. Ja, ich würde es runterscrollen, aber es scrollt nicht. Ach so. Oh, shit. Auf jeden Fall, dieser traurig war, dass der Tochter verloren hat. Verstehe ich nicht ganz, aber... Jeder muss sein. Ja. Castellanos. Castagnetos. Castagnetos. Hey, warum stehst du... Haben Sie etwas vergessen? Ja, ein Kuss. Solange sie die deswegen nicht anzeigt. Solange sie mich nicht sieht dabei. Aber sie sieht mir nicht aus den Augen. Gute Frau. Ja, yep. So, du hast den Schlüssel gekriegt. Home Destroyed, das war deine Zeitschrift. Also über dein Haus. Das war meine Zeitschrift. Das war deine Zeitschrift. Die hab ich gekauft. Mit meinen 50 Cent. Und die ist da rumgelegen. Bei Bussi Bussi Schatzi, sie wollte es einfach anlesen. Was bei dir so abgeht. Okay. Tata! Schade Scheiße, könnte mal passieren, dass man sich verspekuliert. Ja. Schade Scheiße und vielleicht fatal. Schade Scheiße, aber normal. Wunderbar. Weiß nicht, ob das wunderbar ist. Ja, es Verstehst? Geht schlimmer. Es geht auch besser. Ja. Es Hallo? Geht auch besser. Schauen wir, was wir aufbessern können. Ja. Vielleicht irgendeinen Waffenschaden. Ich glaube, das war wichtig. Qualenbolzen. Eigentlich nicht so. Reserve. Obwohl, Reserve ist eigentlich ganz cool bei Spitzen. Das sind mehr Spitze, glaube ich. Mhm. Schaufeln wir uns eigentlich nicht wirklich, oder? Aber es muss doch. Okay. Und dann machen wir da noch ein bisschen. Ja. Qualenbolzen. Spanngeschwindigkeit, Reichweite, Nadelladegeschwindigkeit. Aber keine Stärke. Nö, keine Stärke. Hä? Oh, da schauen wir die Karte. Perfekt. Bei der Sniper? Ja, warum nicht? Ja. Vielleicht tötet er noch Brustschuss. Wir werden sehen, Freunde, wir werden sehen. Ja. Weil ich werde nie mehr damit auf den Brustschuss schießen. Aber jetzt nur noch ein Schuss. Ja. No-Scope. No-Scope? Ich glaube, dass niemand den No-Scope schießen kann. Nein, ich glaube, das geht gar nicht. Ja. Schade eigentlich. Ich glaube, dann schlockt aber den Nordkopf schießen versucht. Hallo! Sorry, dass ich die Tür eingetreten habe. Hallo, du geile Missgeburt. Hey! Laura, Baby! Genau dafür liebe ich dich, für diese Moves. Beste Frau. Keep dancing. Keep dancing. Beste Frau, Kälte den Käfig, Kälte. Das sind die besten von den Käfig. Okay. Ja, hey, jetzt hast du sie da abgeschossen. Ich mag sie nicht. Siehst du ganz nett? Theoretisch könntest du. Also, ich weiß nicht, ob es was bringt, aber.
nicht, vielleicht war es nur Munitionsverschwendung. Ja. Oh, da geht's zu. Sie ja, ist da wieder geht's zu. Sie geht richtig ab. Die geht echt zu. Ja. Oh, wenn du das jetzt machst, dann geht die eine Tür auch über die andere zu. Schieß mal auf sie. Schieß mal auf sie. Ich weiß nicht. Am besten mit der Shotgun. Nein, weil da habe ich Munition ist dafür. Achso. Hallo? Sie kommt immer mal wieder. Na, bringt nichts. Glaube ich nicht. Na. Du bist eigentlich tot, Schätzchen. Eigentlich bist du ziemlich tot. Spaß. Schaust da irgendwie komisch aus, verglichen zum letzten Mal. Ja, ich glaube, das schaut ein bisschen verbrannt aus. Ja, das kann natürlich auch sein. Schaut sich auf die Liebe und alles, aber... Wir sollten es nicht mehr zu nahe kommen. Na, das ist, glaube ich, keine gute Idee. Nö. Danke, dass du den Sound dazu machst. Das hat echt gefehlt. Gerne, gerne. Zu wenig Stress. Oh, sie macht wieder einen auf Jumper. Ja. Hallöchen, Freunde, sie winken da alle. Ba, 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 ba. Gu. Ich mach hier weg, alles weg im Nu. Warum? Warum ist sie dumm? Ich weiß es nicht. Weißt du es? Wo ist ihr Gesicht? Lauf! Ich hab das Gesicht nicht gesehen. Gangnam Style! Virgenstall! Bart! Oh, Vergewaltigung! Jetzt haben wir es geschafft. Jetzt sind wir tot! Verdammt! Wow! Oh, sie grabbt noch ein bisschen. Ja. Sie sind immer wieder die Finger in den Schrank. Ich glaub, deswegen funktioniert diese Beziehung noch. So, sagen wir ehrlich. Volle Heilung. Wann, wenn nicht jetzt? Warum? Okay, wenn du meinst. Ja, du hast ja nur so scheiß wenig Leben gehabt. Okay, wenn und du jetzt meinst. Hast du gerade die Zeit, ein bisschen im Delirium rumzurennen. Jetzt hast du die Zeit dazu. Jetzt habe ich gerade die Zeit dazu. Du bist mich zwar immer noch in feindlichen Gebiet, aber... Den Drogentrip zu gehen. Wow. Oh. Wo sind Josie und Kidman? Keine Ahnung. Du denkst gar nicht mehr an sie, gell? Du hast sie schon komplett vergessen. Nein, es schaut sie da, also bitte. Wie kann ich an sie denken, wenn ich mein Schatz gut ausgesperrt habe? Nee, es war notwendig. Sonst wärst du Opfer häuslicher Gewalt geworden. So ein bisschen anwendlich. In letzter Zeit. Ja. Leider. Früher war es viel schöner. Du musst dann zum Schluss, kurz bevor du sie umbringst, wieder hingehen. Schatzi? Yep. Wir könnten sie abnehmen. Oh, hallo! Ah, das ist dann praktisch, wenn sie wieder da ist. Ist da gerade Lift gegangen? Na, die Schatz ist ganz natürlich, das lässt sie nicht liften. Was ist hier gerade passiert? Schau doch bitte mal dahin, wo du hinkommst. Kann ich nicht. Hier ist halt gerade die Kamera festgesteckt. Hallo? Ist das. Nein. Okay, it's closed. So wie mein Herz. Und jetzt haben wir auf einmal Kontrolle. Okay. Oh, Munition. Bitte, danke. Da kommst du da durch. Glaube ich irgendwie. Kann ich mir nicht vorstellen. Nein, kann ich mir nicht vorstellen. Ich kann es mir nicht nachstellen, aber. Ja. Du, da ist mein Döner. Da ist mein Döner. Da liegt mein Döner. Ich hab mir schon gedacht, wo der ist. Das ist gut. Da ist mein Döner. Ja, nicht schlecht. Schau mal, ob du das nochmal umdrehen kannst, den Hebel. Anders geht's fast. Na. Ja, vielleicht musst du wirklich da so vorbeischlingeln. Ja, du hast nicht viel mehr Möglichkeiten. Schau, ich muss irgendeine Möglichkeit haben. Auf irgendwas schießen? Ja. Hi, Voltage. Na, ich hab nicht mehr. Hallo? Na. Es ist wie ein Zelda und du musst mit Eis auf Feuer schießen. Hallo. Hallo. Du machst mich voll. Wallö. Weißt du, wenn du keine Munition mehr an dem Punkt hast? Deswegen haben sie es da hingelegt. Ja, aber du weißt, was du trotzdem nicht hast. Hallo. Tja. Dann musst du deinen Spielstand laden. Oh! Nein, euren Spielstand müssen wir laden. Ja, stimmt. Ja.
Freundin, ich hab dir das schon erklärt, das funktioniert einfach nicht. Ich will dich jetzt eigentlich echt nicht verbrennen, weil es ist echt uncool, wenn ich das machen würde. Ja, nur mal. Und hast du sie schon zweimal selber durch Feuer umgebracht. Und einmal ist sie aus Versehen oder halt durch den anderen durch Feuer umgekommen. Aber du musst was. Mach dir mal den Hebel da. Oh, scheiß mir an. Wo ist sie? Wo ist diese Madonna? Die muss irgendwo. Oh, Spritzi. Spritzi, Spritzi, Spritzi. Spritzi, Spritzi, Spritz. Ja, oh, Schatz. Das war's. Nur noch eine noch. Wieder aufhelfen. Ja, bitte du das. Bitte du das. Du kommst ja nicht rein. Du kommst ja nicht rein. Du kommst ja nicht rein mit der Hosen. Du kommst mit der Hosen nicht rein. Geh einfach weiter. Zurück. Nein. Du hast dich selbst den Weg verbalkert. Oh, Baby. Oh, Baby, I'm so sorry. Sie auf die Schießen. Ich mache eigentlich auf die Schießen. Oh, mein Gott, ich sehe es. Da ist ein Hebel irgendwo. Da muss einer sein. Oi. Ei. Ei, rei. Rei. Wenn sie kommt. Wechsel. Die Waffe zu was praktisch, oder? Schätzchen! Sie kommen wir da. I'm very sorry, but... Ich das ist die falsche Richtung. Luli. Judy! Judy! Judy, Judy Smith! Sie heißt Laura. Hey! Jetzt. Laura, schöner Name. Komm, Laura. Geh so. Scheiß mir an! Laura ist jetzt mir gestanden, Mann. Okay, gut, das müsste ich klären. Sieben. Brenn, verdammt. Er müsste scheißegal, dass die schon mal in sowas gestorben ist. Jetzt hoch. Scheiß doch auf das Gut. Oh mein Gott. What the fuck, das hab ich nicht mal gemerkt, dass na, da... Ja, nicht, aber ich glaube, das ist jetzt eben extra, dass sie da nicht nachkommen kann. Achso, glaubst du, sie kennt Leiter im Foto? Echt, glaubst du das? Bist du ganz sicher? This is the final countdown. Holy shit. Sie ist verdammt anhänglich. Da. Kachinga. Brenn verdammt. Oh, da nummer. Oh, aber jetzt ist der Richter. Scheiße. Michelle. Sie kommt. Michelle, hallo. Ich hab das Gefühl, sie kommt. Ich hab das Gefühl, sie kommt. Da ist sie. Wunderbar. Da ist sie. Geht's dir gut? Nein. Weg. Ja, renn in der Hölle. Aber ganz schlimm. Können wir das jetzt dann bitte abtragen? Ja, es tat sich gerade ab, sozusagen. Oh, wow. Madonna wird da nett sein. Na, geh. Lauf rein ins Loch. Ja, bei ihr ins Loch. Wenn du willst. Oh, scheiße. Fuck. Ja, fuck ist da der richtige Ausdruck. Scheiße. Du musst in die Mitte. Nein, nicht in die Mitte. Kack die Wand an. Kack einfach die Wand an. Ich weiß es nicht. Ist irgendwo ein Hebel? Ich habe keinen gesehen. Fuck. Jetzt sonst mit ihr. Du musst auf irgendwas schießen können. Sonst hätten sie das nicht angezeigt. Also da war Munition. Oh, du brennst erbärmlich in der Hölle. Ach, scheiße. Okay. Okay, Baby. Das war nicht cool. Das es muss in der Kammer irgendwas geben. Es muss in dieser Kammer irgendwas geben. Ja, Schrecken. Die Kammer des Schreckens wurde geschlossen. Warte, was? Das ist ein Scheiß. Ich hab irgendwie mit sowas gerechnet, aber der hat gut. Na. Na! Okay, Freunde, dann machen wir das Ganze nochmal. Wir sind voll dabei. Keine Ahnung, warum uns nochmal zurückschickt. Das ist echt dreist. Ja. Als wenn da jetzt so wenig passiert war. Was viel ist. Was? Fast vier ist. Oh! Oh, scheiß mir. Okay, gern. Na, danke. Ich habe keine Zeit dazu. Danke, nein, ihr habt mich so überlebt. Ich hätte es einmal gern gehabt, wenn ich sie na. Oh, knappi. Oh, ist jetzt zugesperrt.
Ja, das ist die Schlüssel von unserem Herz. Jetzt von meinem Herz gestorben. Wo brennt's denn? Wo brennt sie Deutsch? Wo brennt's denn? Wo ist? Wo ist Deutsch? Hallo! Die ist wie so ein kleiner Krebs. Ja. Ach du Scheiße, wo bist du? Bist du jetzt so blöd geworden, Judy? Nur gesagt, das hässliche Mädchen mit dem schönen Gesicht. Nein, das Mädchen mit dem vielen Namen und dem schönen Gesicht. Kommst du? Sie geht nochmal zum Friseur. Nora. Sie ist wie Edward mit den Scherenhänden. Nur ohne die Scherenhände. Ja. Und das hier, glaube ich. Gut. Hoch. Gut. Hochmut kommt vor dem Fall. Hallo? Ah, du musst einfach früh genug aufhören, weil es wird dort dann jetzt genau. Wenn du nicht schnell genug bist, dann brennst. Dann kommst du einfach auf. Timing ist hier alles. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Just go ahead. Was tust du denn da? Ja, aber Muni auch ist egal. Nein, Muni ist jetzt nicht wichtig. Wichtig ist Überleben. Wichtig ist unsere Liebe. Oh. Unsere Liebe ist wichtig. Du kannst nicht richtig leben. So, wir müssen wieder in die Kammer des Schreckens. So. Laura, komm doch her zu mir. Oh yeah, oh mir, bring mir mein Bier, Laura. Bring mir mein Bier, Laura. Fuck, Laura will nicht. Fuck, Scheidung. Oh Laura, was tust du? Laura, komm. Sei doch nicht so, Laura. Laura, warum? Warum? Sie können nur ein bisschen was essen. Wir haben uns mal so gut verstanden, du. Ja. So gut. Ja, dann gehen wir rein. Okay. In die Kammer schrecken. In die Kammer schrecken. So. Hebel. Knebel. Muss. Scheiße. Das gibt's ja nicht. Sie geben da ja extra Pistolenkugeln. Ja. Ja, oder was ist das? Ja. Okay, aber oh, der ist so versteckt. Das war echt ungut. Ich hab fast dran verreckt. Ich mache einen Reim. Sie lasse ich nicht rein. Dich lasse ich nicht mehr rein in mein Arm. Oh, sie ist nur da. Sie ist sicher nur da. Das war jetzt der Kontrollpunkt. Ja, hallo Schätzchen. Sie ist gerade in den Boden getaucht. Ja, und jetzt war sie hinter dir. Wunderbar. Huhu! Sie grapscht nach dir! Natürlich tut sie das, sie grapscht nach unserer Liebe. Komm, Schätzchen. Es ist nicht mehr so wie früher, Laura. Lass es sein. Das hat einfach den Reiz. Oh, ich verstehe schon. Oh, ja, ich verstehe, ja. I let the body burn, and the body lets Laura burn. Burn, baby, burn. Kannst du dich bitte abstrehen? Abstrehen? Ja, es dauert. Ich glaube, du musst den anderen Hebel betätigen vielleicht. Oh, sie ist weg. Sie kommt wieder. Sie kommt immer wieder. Schlechter gelaunt als vorher. Da ist sie wieder, das sage ich doch. Schlechter gelaunt als vorher. Schaut, da irgendwo Hebel ist. Da. Ich sag's noch, die Sonne gleich. Willst du da einen Knebel suchen? Dann oh, nur noch. Wunderbar. Bitte was? Was? Oh, Laura! Nein, das Laura, war nicht, Laura. Und du kannst nicht einmal fliehen, oder? Nein. Scheiße. Sie zertrampelt einfach mein Gesicht. Immer gut, wir haben ja da. Wir sind schau, sie küsst mich. Das war's neu. Und die Überreste, ja. Okay, ja, einfach die drei Hebel da. Die drei Hebel des Schreckens. Die drei Hebel des Schreckens. Freunde. Oh. Oh, da hinten ist sie. Ja, sie sexy klettert Lady schon. Sie klettert wie ein Effen. Ja. Zack Effen. Wie ein Refugee. Okay. Freunde, howdy doody.